Vielen Dank. Ihr habt das Thema schon angesungen, um das es heute Abend geht. Wir gehen ziemlich dicht auf Weihnachten zu. Es geht um die Hirten heute Abend. Aber bevor ich das gleich den Ball hier aufnehme und drauf das aufgreife und in die Predigt einsteige, einfach schön hier zu sein, am Abend hier zu sein. Das ist schon beinahe richtig weihnachtlich von der Atmosphäre her. Und ich sehe, dass ihr alle da seid. Die einzelnen Gesichter sehe ich nicht mehr, aber schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir überhaupt noch hier sein können, dass Gottesdienste noch stattfinden dürfen. Und wir wissen, es gibt wird viel nachgedacht und Verordnungen, Regelungen wird schon angesprochen werden, erstellt. Wir sind da mit dran als Gemeindeleitung, als Pastoren und werden euch wie gehabt immer per Gemeindeverteiler oder auch hier dann auf dem Laufenden halten, wie wir mit dem umgehen. Aber schön, dass wir jetzt hier einfach noch so zusammen sein können, diesen Gottesdienst miteinander feiern. Und ich durfte heute Morgen schon in Gochsheim sein. Die sind auch beteiligt in der Reihe Weihnachten neu erleben. Heute Morgen war ja hier Mr. Joy. Auch da habe ich gehört, dass es ein wunderschöner Gottesdienst war für die Familien, für die Kinder, die mit dabei waren. Und wir sind in der Reihe Weihnachten neu erleben und da geht es ja nicht um Weihnachten, nicht um das Weihnachtsgefühl an sich, sondern es geht darum, dass wir neu zu dem Vertrauen, zu dem Glauben, zu der Freude, zu dem finden, was eigentlich Weihnachten ausmacht, was der Kern dieser frohen Botschaft ist, von der wir eben auch gesungen haben, dass Gott seine Ehre, seine Herrlichkeit nicht für sich behält, sondern dass er sie in Jesus Christus hier auf die Erde bringt und dass Jesus die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, sie mitgebracht hat. Vielleicht, und das werden wir heute Nachmittag auch kurz ansprechen und bedenken, noch nicht so sichtbar, wie wir sie gerne wünschen würden, dass sie wirklich nur strahlt und nur groß und herrlich ist. Aber auch dort schon im Kind in der Krippe leuchtet diese Herrlichkeit auf der verändernden Liebe Gottes. Und das neu irgendwo wahrzunehmen, zu hören für uns selber, persönlich auch im Vertrauen gestärkt zu werden, aber auch zu wissen, es lohnt sich, sich darauf einzulassen, das darf heute Nachmittag einfach auch am Beispiel der Hirten wieder aufleuchten. Denn die Hirten sind ja richtig dankbare Figuren in der Weihnachtsgeschichte, in der Weihnachtskrippe sowieso. Schön, dass die da sind, dass sie die Krippe füllen, wer eine zu Hause stehen hat, kann die ja immer auch ein bisschen näher hinschieben. Aber auch sonst sind die Hirten dankbare Figuren, wenn es um Weihnachtsgottesdienste geht, um Krippenspiele geht. Und ich erinnere da an eine Situation noch in den 90er Jahren, wo es auch mal für einen Weihnachtsgottesdienst Vorbereitungen darum ging, wie die Kinder sich beteiligen könnten. Und wir hatten damals in Stuttgart nicht so viele Kinder wie hier, es waren überschaubar, aber die Frage war, wie können die sich einbringen und in der Christfest- oder in der Weihnachtsgottesdienst dann auch was vortragen. Und die Idee kam auf, dass man eben den Schwerpunkt von dem, was sie vorbereiten, auf die Hirten legt und dass man da doch vielleicht eine Dia-Show machen könnte. Also wir sind 90er Jahre, viele wissen nicht, was eine Dia-Show ist. Also es sind dann halt Bilder, die man macht und so mit dem Beamer oder mit dem Projektor dann irgendwo projiziert. Heute würde das alles ganz anders sich darstellen, aber damals war, okay, wir machen Dias, wir nehmen das szenisch auf und unterlegen das dann mit einem Lied und an diesem Lied gehen wir auch entlang. Und das ist das bekannte Lied von Manfred Siebald, wenn wir Gott in der Höhe ehren, kehrt bei uns hier der Friede ein. Und dort der erste Vers beginnt, es ist wunderschön, wie er das zeichnet. Es war Nacht und die Herde lag friedlich am Hang und die Welt trug ein mondweiches Kleid. Aber wir, die Hirten, aber wir hockten hier und die anderen dort und man hörte nur manchmal ein drohendes Wort, denn grad zwischen uns hockte der Streit. Das wird dann wiederholt, diese Aussage, denn gerade zwischen uns hockte der Streit. Und es war die große Herausforderung, wie stellt man denn sowas szenisch dar? Ich meine, klar, so ein paar Hirten, die kann man schon irgendwo um so ein Lagerfeuer rumsitzen lassen oder ein symbolisiertes Lagerfeuer, aber wie geschieht das mit dem Streit? Und dann war das Team mit dem jungen Leiter irgendwo, die kam dann auf die Idee, wir müssen den Streit personifizieren. Das muss irgendjemand aus der Gruppe sein, der Streit ist.
Und natürlich kann man sich vorstellen, diese Rolle der Streit zu sein, also das, da hat sich niemand drum gestritten. Und es ist halt wie immer, im Ergebnis wird dann der Schwächste und der Jüngste getroffen, weil der kann sich am wenigsten wehren. Und man hat dann schon dem Bild auch angesehen, insofern war es auch wieder authentisch, dass der junge Mann halt tatsächlich, das war eines von unseren Kindern, dass der wahrscheinlich wirklich nicht so glücklich war mit der Situation, dass er jetzt der Streit sein muss. Und so saßen halt die Hirten rum und mittendrin hockte der Streit. Die Hirten und die Weihnachtszeit und die Sehnsucht nach Frieden, nach einem Miteinander, nach Harmonie, das ist in diesen Tagen besonders ausgeprägt. Und warum? Weil doch die Sache mit dem Streit und mit den Spannungen und mit den Zwistigkeiten, dass eben die einen hier hocken und die anderen dort, und dass es Abgrenzungen gibt und Ausgrenzungen, weil das doch tatsächlich so real ist. Nicht nur in der Weihnachtszeit drumherum, eigentlich schon immer, das ganze Jahr über, aber an Weihnachten oder in dieser Zeit nimmt man es vielleicht besonders schmerzhaft wahr, dass es nicht wirklich stimmt, dass alles nicht so stimmig ist, wie es eigentlich sein sollte. Sehnsucht nach Frieden. Man fragt sich, kann es denn nicht anders sein? Kann es nicht besser sein? Kann es nicht Veränderung geben hin zum Guten? Ist es möglich, dass es besser wird, weil man tief drinnen spürt, es kann auch besser und anders sein? Die Sehnsucht nach Frieden, die Sehnsucht danach nicht nur, dass Abwesenheit von Zank und Streit da ist, das ist auch schon viel, aber nach mehr, nach gelingendem Miteinander, nach Leben in Gemeinschaft. Und die Lebensrealität der Hirten damals ist da schon so, dass sie eben mehr Außenseiter waren, dass sie vielleicht auch ohne festen Wohnsitz waren, dass sie nicht so gut wohnen konnten wie viele andere Menschen, dass sie nicht an dem normalen Leben und Treiben einer Dorf- und Stadtgemeinschaft so Anteil nehmen konnten, dass sie eine niedrige gesellschaftliche Stellung inne hatten. Und nun ist das Überraschende für uns natürlich, wir wissen es, aber es ist immer wieder überraschend, dass genau ihnen aus dem Dunkel der Nacht und wie aus dem Nichts eben eine Zusage, ein Wort, etwas entgegenkommt, ein Licht, ein Ereignis, das ihnen den Atem raubte, das überwältigend war und umwerfend. Mind-blowing, würde der Engländer sagen. Etwas ganz, ganz Besonderes. Und wenn wir auch diese Verse schon immer gehört haben, so oft gehört haben, lasst uns noch mal neu hören. Aus Lukas Evangelium Kapitel 2. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Schon das eine Botschaft, mitten in Trübsal oder in Streit oder was da drin, was da alles da hockt, kommt die Klarheit des Herrn hinein, umleuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Was ist das für eine Ansage? Friede auf Erden. Im Griechischen steht da Epiges Eirene. Aber ob die Engel Griechisch gesprochen haben, ich weiß es nicht. Ich vermute einmal nicht, weil die Hirten waren ja ungebildete Leute, die kannten kein Griechisch. Deshalb vermute ich mal, dass der Engel und die Engel eine Sprache gewählt hatten, die Hirten verstehen konnten. Und es war normalerweise damals Hebräisch bzw. Aramäisch. Und dann heißt Frieden dort. Ja, wie heißt Frieden dort? Es heißt Shalom.
Und wir wissen, Shalom ist eigentlich so ein Allerweltswort, weil das ja auch ein Gruß ist. Shalom, Friede sei mit dir. Aber es ist nicht nur ein Allerweltswort, es ist eigentlich einer der zentralen und dichtesten Begriffe, die wir in der Bibel vorfinden. Und es wäre zu wenig, wenn man da nur denkt, dass es bei diesem Frieden darum geht, dass man halt einigermaßen verträglich wieder miteinander ums Feuer sitzen kann und den Streit halt mal ein bisschen beilegt oder irgendwo eine Decke über den Streit dann zudeckt, dass er nicht mehr so sichtbar da hockt. Obwohl das natürlich auch schon was ganz Enormes ist, wenn die Waffen schweigen. Auch das ist schon was ganz Besonderes. Und wer dieses wunderbare Buch mitliest, Weihnachten neu erleben, und morgen in den Text reingeht, da wird ja wieder das zum Aufleuchten gebracht, was am 24.12.1914 geschah, als der Erste Weltkrieg lief. Und das war im ersten Kriegsjahr, als auch schon viel zu viele Menschen gestorben waren. Da gab es eben einen kleinen Frontabschnitt, wo es ein Soldat wagte, eben aus seinem Schützengraben herauszukommen, mit dem Tannenbäumchen in der Hand, an dem 24. Dezember, und hinauszurufen, frohe Weihnacht. Und die anderen auf der anderen Seite gingen drauf ein und es gab die Möglichkeit, für eine Nacht miteinander Weihnachten zu feiern. Die Waffen schwiegen. Das wird ja auch verfilmt. Ich glaube, es gab einen Kinofilm, ist oft erzählt worden. Und das ist nicht gering zu achten, wenn die Waffen schweigen und wenn man dann miteinander zusammen sein kann. Aber am nächsten Tag ging es weiter. Und dieser Friede war nur eine Atempause. Er war nicht etwas, was in der Tiefe etwas verändert hat. Und Shalom ist eben mehr als nur eine Atempause, dass man sich keinen Schaden zufügt, dass man aufhört, das Leben eines anderen zu mindern oder gar zu zerstören. Shalom in dieser Fülle, in dieser großen Zusage ist, es geht um die Fülle des Lebens. Es geht darum, das Leben zu fördern, aufzubauen, zum Blühen zu bringen, und zwar gemeinsam und miteinander. Das ist das große Anliegen, das große Evangelium, das die Engel verkünden. Shalom heißt, es eröffnen sich neue Lebensmöglichkeiten. Ein Raum voller Möglichkeiten tut sich auf, damit gemeinsam Leben gelingen kann, damit Entfaltung da ist, Veränderung da ist, hin zum Positiven. Und daran soll und darf jeder teilhaben. Und das ist die große Botschaft der Engel, die eben an die Hirten kommt und sagt, auch ihr sollt daran teilnehmen, wie das ganze Volk. Es ist eine Botschaft an alle, zu so einem Leben, wo der Raum für neue Lebensmöglichkeiten erschlossen wird. Ich habe diese Woche in einer Zeitung eine schöne Geschichte gefunden. Und vielleicht habt ihr sie auch schon gelesen. Und da dachte ich, das ist einfach, das hat mich berührt. Kennt ihr den Hamburger Dusch? Bus. Hat jemand schon mal vom Hamburger Duschbus gehört? Go Banjo heißt dieses Projekt. Und der Gründer, der diese Idee hatte, ist ein Mann namens Dominik Bloh. Er ist heute 31 Jahre alt und eigentlich hat er mal gedacht, er wird niemals so alt werden, weil als er 16 Jahre alt war, hat ihn seine Mutter, die psychisch krank war, von zu Hause rausgeschmissen und es ging einfach drunter und drüber und er ist völlig und ganz und gar durchs soziale Netz durchgefallen und landete schließlich eben auf der Straße in Hamburg. Und da lebte er über viele Jahre seines jungen Lebens. Und er beschreibt dann selber, er kann jetzt inzwischen darauf zurückblicken, wie das ein Teufelskreis nach unten war, eine Spirale nach unten. Und wie dort eben, wenn man so ganz unten ist und nichts mehr hat, kein Dach über dem Kopf und auf der Straße leben muss, wie dann eben auch das Menschsein verloren gehen will und wie der Selbstwert und die Würde aufhören, wie man sich selber wahrnimmt und wie man sich eben tatsächlich als Außenseiter fühlt, nicht mehr dazugehört, nicht akzeptiert wird, nicht wohlfühlt. Und er lebte so auf der Straße und hat versucht, das Beste noch draus zu machen, ab und zu irgendwo im Fastfood-Restaurant halt auch ein paar sie ein bisschen gewaschen oder ein bisschen sauber gemacht, aber es ist wirklich eine Situation gewesen, wo er dann selber sagt, wenn man immer dreckig ist, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man wirklich denkt, ich bin Dreck. Und das war so seine Lebenserfahrung und dann kam das Jahr 2015 und das gab für ihn so einen Wendepunkt in seinem Leben, weil damals kamen auch die Flüchtlinge und da kamen große Ströme auch nach Hamburg.
Und diese Flüchtlinge landeten auf einmal auch auf der Straße. Das war für ihn dann nicht so sehr Konkurrenz, als nochmal so ein Empfinden von Mitleid und was kann ich denn für sie tun? Und da kam ihm diese Idee, den Menschen dort zu helfen. Und er sagte, das wäre eine Aufgabe für mich. Und da kam ihm die Idee des Duschbusses. Und die wurde dann schließlich auch realisiert. Irgendwann gab es dann, ich kenne die ganze Geschichte nicht, es gibt da ein Buch drüber. Aber es gibt dann Hilfswege, die geholfen haben, einen Bus zu spendieren. Dieser Bus wurde umgebaut und da gibt es 3 Duschkabinen drin. Und er fährt in Hamburg an unterschiedliche Stellen hin. Und dann kommen die Leute, die keine Dach über dem Kopf haben, die auf der Straße wohnen und können sich dort duschen. Bekommen alles gestellt, was an Seife nötig ist und so weiter und so fort. Bekommen auch neue Kleidung, sofern sie die brauchen und wollen. Und dann sagt er, die Leute, die da kommen, und es kommen nicht wenige, die steigen mit Freudentränen aus. Denn, und jetzt zitiere ich, was im Artikel steht, sich wieder in seiner eigenen Haut wohlzufühlen, kann der Anfang von einer viel größeren Veränderung sein. Und ich habe mir den Satz dick angestrichen, weil ich glaube, das trifft nicht nur für die äußere Körperpflege zu. Sich in der eigenen Haut wohlzufühlen, kann der Anfang von einer viel größeren Veränderung sein. Wieder teilhaben zu dürfen am Leben, dabei zu sein, als Mensch wahrgenommen zu werden, vielleicht wieder zurückzukommen, vielleicht auf einem langen Weg, in einem langen Prozess ins Leben hinein. Auf den Feldern von Bethlehem, was geschah dort? Den Hirten dort, denen wird auch Teilhabe zugesagt. Das ist das, was die Engel verkünden. Das ist das, was sie hineinsprechen und sagen, ihr sollt teilhaben. Ihr sollt teilhaben am Leben Gottes, an Gottes Welt, an seinem Wirken. Ihr sollt auch ein Teil dieser Liebesgeschichte Gottes sein, die er nun beginnt zu schreiben. Und sie werden eingeladen und es wird ihnen gesagt, kommt und seht. Seht, was Gott getan hat. Kommt und seht Gottes Sohn. Kommt und seht die Liebe selbst. Ich glaube, es gibt ein schönes Lied von Graham Kendrick, der das geschrieben hat, wo es darum geht, eben diesen Herr des Himmels, der als Kind geboren wurde, ihm zu begegnen, ihn wahrzunehmen und ihn anzubeten. Kommt und seht, lasst euch darauf ein. Den Weg, den die Hirten gewiesen werden, dort in den Stall oder nach Bethlehem, wo immer hin, dieser Stall ist praktisch auch eine Art Duschbus. Weil da Veränderung geschehen kann, weil da Annahme geschieht, weil da Vergebung geschieht, weil da Wertschätzung geschieht, weil da eine Möglichkeit da ist, sauber zu werden, sich reinigen zu können, angenommen zu sein und vielleicht mit neuen Lebensmöglichkeiten herauszugehen und auf einen neuen Weg zu kommen. Nochmal zu dieser Situation der Hirten. 3 Aspekte ganz kurz angerissen. Als sie diese schöne Botschaft hörten, diese gute Botschaft, dass auch für sie Teilhabe am Leben vorgesehen ist, was war wichtig? Wichtig war, dass sie nicht auf ihrem Feld blieben, in ihrem Umfeld, in ihrem Lebensumfeld, sondern dass sie tatsächlich heraustraten, einen Schritt machten und sagten, da will ich hin, das will ich sehen, das wollen wir schauen, ob sich das wirklich zuträgt und ob das etwas ist, was uns berührt und verändern kann. Den Schritt aus dem gewohnten Feld heraus wagen, aus dem gewohnten Lebensfeld. Nicht nur für die Hirten war das, auch die Weisen, die in ganz anderen Zusammenhängen in die Weihnachtsgeschichte hineingehören, sie sind auch herausgezogen aus ihrem Lebensumfeld, weil sie den Stern sahen, da war es ein anderes Zeichen und sie sagten, wir möchten sehen, was sich hier verändert und was das auch für uns bedeuten kann. Und sie sind ja auch an die Krippe gekommen und haben dort Veränderung erfahren. Die Hirten haben den Schritt gewagt aus dem gewohnten Lebensumfeld, aus dem, was sie bisher prägte, heraus und sind den Weg gegangen. Und dann waren sie dort im Stall. Und dann sind dort 2 sehr gegensätzliche Momente zusammengekommen. Weil einerseits vorher auf dem Feld, da war, wie wir es gesungen und gehört haben, da waren die Engelschöre. Da war Helligkeit, da war Licht, da war Gloria in excelsis Deo. Da war Jubel, da war Trubel, da war wirklich die Fülle und da war Herrlichkeit da.
groß, strahlend und ehrfurchtseinflößend. Und dann gehen sie in den Stall. Ställe kennen Sie ja in etwa oder solche Situationen. Das ist einerseits dann ein sehr persönlicher und sehr naher Moment, aber es ist auch ein Moment, wo man sagt, ja, ist es das jetzt wirklich? So eine Armseligkeit? Das Kind in der Krippe und dann Maria und Josef, da ist nicht mehr von Herrlichkeit, sondern Armseligkeit. Armselig ist ein schönes deutsches Wort, das heißt eigentlich mitleidserregend oder manchmal auch abwertend. Ist es das wirklich, ist es nicht unzulänglich, was man hier sieht? Ist das nicht eigentlich jämmerlich? Und das ist die große Frage, die jeder Hirte und jeder, der an die Krippe kommt, die man sich stellt, ist das hier wirklich das, was im Engelmoment vorher versprochen wurde? Kann das, was hier passiert, wirklich mein Leben nachhaltig verändern? Ist das der Wendepunkt der Geschichte? So wie es eben die Propheten und die Schrift sonst auch vorhergesagt hat. Das ist ja von der Macht des Heils die Rede, von der Heilsmacht, die aufgerichtet wird im Hause Davids. Dort ist vom aufgehenden Licht aus der Höhe die Rede, die in das Tal des Todes und der Finsternis hineinscheint. Ist es wirklich in diesem Kind zu Hause? Und es sind dann auch die Momente, wo bei all dem, wenn es darum geht, Glauben ganz neu zu entdecken, wo einfach diese Spannung auszuhalten ist. Dass man spürt, die Glaubensvorbehalte der Hirten, die sind schon real. Und sie sagen, ist es das wirklich? Kann ich mich darauf einlassen? Will ich mich darauf einlassen? Kann ich diesen Schritt gehen zum Vertrauen, dass Gott hier wirklich gehandelt hat? In der Theologie, Luther, spricht man davon, dass hier Gott handelt sub contrario, dass er im Gegenteil, in dem, was nicht den Augenschein wirklich entspricht, handelt, sondern dass er verdeckt handelt sozusagen, dass das, was hier geschieht, nicht so die sichtbare Herrlichkeit ist, aber doch die Art und Weise, wie Gott in die Welt kommt, um grundlegend etwas zu ändern, um seine Liebe hineinzuschenken und Menschen in ihrem Innern zu erreichen, Menschen zum Vertrauen einzuladen, Menschen auf den Weg des Friedens zu bringen, weil eine innerliche Umkehr da ist. Aber dann letztlich geht es darum, nicht nur mit dem äußeren Auge zu sehen, sondern auch mit dem inneren Auge des Glaubens. Jesus, die Botschaft der Engel kommt hinein in die Welt der Hirten. Und sie sind eingeladen, dort an der Krippe einen Moment zu finden, wo sie dem Heiland, dem Retter der Welt, als Kind in all dieser Schwäche und Ohnmacht, dennoch als dem begegnen, wo sie sagen, hier ist der Wendepunkt für die Geschichte dieser Welt und der Wendepunkt auch meines persönlichen Lebens. Weihnachten neu entdecken heißt auch neu entdecken, worauf wir uns im Vertrauen einlassen. Es ist eine große Zusage, dass Gott eingegriffen hat, dass wirklich Herrlichkeit und Ehre und Macht und Schönheit und Leben auf diese Welt kommt. Und es ist zugleich die Einladung, mit hineinzugehen in die Schwäche, in die Ohnmacht, in das Leid, in die Niedrigkeit dieser Welt, in die auch Gott hineingekommen ist. Und das zusammenzubringen und nicht auseinanderfallen zu lassen, sondern zu sagen, in all dem wird Gott handeln und seine Liebe wird sich durchsetzen, sie wird sich verändern, durchsetzen und darauf lasse ich mich ein. Das ist eigentlich die Botschaft von Weihnachten. Und ich glaube, wir sind herausgefordert, ob wir dieser Botschaft schon lange glauben oder ob wir davor stehen und sagen, das kriege ich halt nicht richtig zusammen. Dann umso mehr darüber nachdenken, was hier zusammenkommt, was hier eigentlich die Tiefe des Evangeliums ausmacht. Und das sind auch Zweifel und Fragen berechtigt, die darf man mitbringen und darf sich da trotzdem darauf einlassen. Und letztlich ist es der Schritt eben heraus aus dem eigenen Lebensumfeld und zu sagen, Herr, ich will dir tatsächlich auch begegnen. Ich will dich sehen, nicht nur hören, sondern dich sehen und erfahren. Und wo wir schon länger im Glauben stehen und unterwegs sind, da sind wir immer wieder neu herausgefordert zu vertrauen.
weil es so viele Situationen in unserem Leben gibt, drunter und drüber, Angst und Sorge und Not. Und wirklich die Frage, wie kommen wir vielleicht aus Zwängen, aus Dunkelheit, aus Not, aus Schuldverstrickung oder aus all dem heraus? Wie kann sich wirklich ein Lebensraum öffnen, wo das Leben mir neue Entfaltungsmöglichkeiten bietet? All das hat nur seinen Platz, wenn wir es zur Krippe bringen, zu Jesus bringen oder wie wir vorhin in der Gebetsgemeinschaft gebetet haben, egal ob es die Krippe ist oder der Thron oder das Kreuz, es braucht die Begegnung mit Jesus Christus selber. Und wenn uns eines noch die Geschichte von den Engeln lehrt, von den Hirten lehrt, dann eben, dass die Engel in ihre Lebenssituation hineingekommen sind, dass die Botschaft Gottes in unsere Lebenssituation hineinkommt, dass wir genau dort damit rechnen dürfen, dass Gott hineinspricht und hineinwirken will, wo wir jetzt gerade stehen. Und das kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, wie wir heute Nachmittag hier sind oder auch zu Hause sind. Aber wir dürfen wirklich vertrauen und herausfinden, dass Gott uns begegnen will, wie den Hirten damals, in unserer Lebenssituation jetzt, dass er vertraut ist mit unserer Situation und dass er unsere Gedanken und auch Herausforderungen kennt. Und dann die Einladung annehmen, kommt und seht Gottes Sohn, kommt und seht die Liebe selbst, kommt und seht das, was neue Lebensmöglichkeiten schafft. Wir wollen eine Zeit haben, miteinander zu singen und zu beten. Und während der Zeit gibt es auch ein Gebetsangebot am Buchladen, am Lesezeichen. Stehen Leute, die gerne mit uns hier beten, wer möchte. Und wenn irgendwo die Situation da ist, ja, ich will kommen und ich will bringen und will mein Leben neu Jesus hinhalten, dann gerne nimm dieses Gebetsangebot wahr und lasst uns darauf ein, auf diese frohe Botschaft von Weihnachten, dass Jesus in unsere alltägliche Situation auch in das hineinkommt, was jetzt unser Leben ausmacht. Ihr dürft nach oben kommen, uns in den Lobpreis hineinführen und ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du diese Welt nicht alleine überlässt, sondern dass du geplant hast und es wünschst, dass Menschen Anteil bekommen an deinem Leben und an deiner Herrlichkeit. Dass Teilhabe da ist mit dem Leben, das bei dir ist, du Schöpfer der Welt, du großer und allmächtiger Gott. Herr, das übersteigt letztlich unser Vorstellungsvermögen. Das ist eine richtig, richtig große Geschichte. Und doch ist es die Geschichte, die Evangelium ist, in der allein Hoffnung besteht für uns, für unser Leben, aber auch für das Leben, über das Leben hinaus, für die Ewigkeit, aber auch für diese Welt. Herr, und wir brauchen dich, wir brauchen dein Licht und dein Leben und wir sehnen uns danach, nach diesem Frieden, nach diesem Shalom, nach diesem umfassenden Heil, das du geschenkt hast und das du immer wieder neu schenken willst. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du in mein und unser Leben dort hineingreifst, wo wir stehen, uns herausrufst, uns zu Schritten ermutigst auf dich hin, dass du uns Wege zeigst, wie wir dich finden, dir begegnen und dass du auch unsere Schritte wieder ganz neu auf gute Wege lenkst, auf Wege des Schaloms, auf Wege des Friedens, damit wir auch Anteil haben an dem Segen, den du hineintragen möchtest in diese Welt. Oh Herr, wir brauchen dein Licht, wir brauchen dein Licht, wir brauchen dein Heil. Ich bete dich, Herr, dass du uns in diesen Tagen persönlich begegnest, aber auch den Menschen unserer Zeit. Und ich bitte um ganz besonderen Schutz und Bewahrung, auch wenn das Leben so eingeschränkt wird, wenn man auf sich selber geworfen wird, wenn vielleicht viele Menschen es bei sich selbst in ihrer eigenen Haut nicht wirklich aushalten können. Herr, bewahre du, schütze du, schenke du immer wieder Licht und Hoffnung, Zuversicht und Mut. Und darum bitten wir auch für uns selber. Und lass uns Menschen des Friedens sein, weil du unser Friedefürst bist und wir dir
gehören und auch dir nachfolgen wollen. Danke, Herr, dass wir dich anbeten dürfen. Danke, dass wir dich loben und dich feiern dürfen als unseren Herrn und König. Danke, dass du hier bist. Amen.